Hallo und herzlich willkommen zu einer Folge Retro Panda Zockt, und zwar diesmal mit einem Gameboy-Spiel, und zwar Fortress of Fear. Das ist ein ganz besonderer Titel für mich, also ja, eigentlich hat es ja einen wesentlich längeren Titel, und zwar Wizard and Warriors 10 The Fortress of Fear. Ist eigentlich ein relativ durchschnittlicher Gameboy-Titel, ein Plattformer, aber für mich ist er irgendwie ganz besonders. Ich hole den immer mal wieder hervor und spiele mal eine Runde. Also das wird jetzt kein Let's Play, was ich jetzt komplett durchspiele oder sowas. Ich zocke jetzt einfach mal, wie weit ich komme, mal zu schauen. Also ich mag das Spiel einfach, weil dieses Cover, ihr seht es ja selber, hat sich irgendwie bei mir so in das Gedächtnis gebrannt. Ich habe damals das immer und immer mal wieder gespielt. Ich bin nie weit gekommen. Aber ich habe es immer wieder versucht und war immer wieder motiviert. Und auch, ihr hört es ja selber momentan, diese Musik. Ach, herrlich. Also, das ist so ganz wohl die Kindheitserinnerung. Das ist ja ganz oft so bei diesen Retro-Spielen, dass dieser Nostalgiefaktor sehr, sehr hoch ist und auch oft ein Spiel für einen selbst wesentlich besser macht, als es eigentlich ist. Also, spielen wir es mal etwas an. Wie gesagt, weit kommen werde ich wahrscheinlich nicht. Man sieht, die Grafik ist sehr zweckmäßig. Was auf jeden Fall sehr komisch ist beim Spiel, ist dieser Sprung. Der ist irgendwie, fühlt sich nicht so knackig an, ne? Und wenn man so das Cover sieht und dann die Spielfigur, da war ich damals sehr, sehr enttäuscht. Der hat eine volle Rüstung an. Und das ist nicht so in Ordnung. Also ihr könnt natürlich ducken, springen, mit dem Schwert zuschlagen. Also es war nicht umsonst mein erster Gameboy-Titel, für den ich jemals einen Test gemacht habe. Natürlich noch vom Test her, also war mein erstes YouTube-Video überhaupt sogar. Und zwar, weil das Spiel halt so besonders ist. Den Test mag ich heute persönlich gar nicht mehr so für mich anschauen. Ganz einfach, weil der natürlich jetzt... Ich habe in der Zwischenzeit, sagen wir mal, viel dazugelernt. Das Problem ist nur, dass das wirklich eins meiner beliebtesten Testvideos, wo ich denke mir immer so, nein, da ist jetzt irgendwer auf meinen Kanal gekommen durch dieses Video und sieht dieses Video, was gar nicht so gut gemacht ist, und denkt jetzt, dass das quasi meine andere Qualität repräsentiert und dass er gar nicht weiterguckt. Ich weiß, das stimmt wahrscheinlich gar nicht. Aber sowas denkt man sich immer irgendwie, dass es irgendwie... Man ist natürlich, ihr findet es wahrscheinlich gar nicht so schlimm, aber man ist immer sehr, sehr selbstkritisch, was das angeht. Also ich versuche jetzt mal so weit wie möglich zu kommen. Es gibt natürlich so ein paar Geheimnisse. Auch das ist hier, also es gibt viele schwere, fiese Stellen. Man sieht, ich habe es schon ein bisschen gespielt. Und zwar auch hier so viele, viele Sprünge. Ihr seht, wir müssen jetzt auf diese bewegende Plattform da springen. Das ist wirklich, muss man da Pixel genau wie man sieht agieren. Vor allem, wenn so Plattformen, die dann auch noch komplett verschwinden, wo man sich denn merken muss, wo die waren. Also die sind quasi nicht komplett weg. Jetzt muss ich hier wegen der Fledermaus mal gucken, wie ich das am besten time. So, also das ist natürlich hier teilweise auch perspektivisch nicht unbedingt das Beste, sage ich mal. Das sind halt so, Mist, da hätte ich ausweichen können. Also allgemein, ihr habt ein paar Leben, oben seht ihr ja die Herzanzeige. Ihr kippt zum Glück nicht bei dem ersten Treffer aus den Latschen. Aber diese Musik, ich finde die herrlich. Das ist so typisches Gameboy-Gedudel in Reihenform. Oh ja, das hätte ich wissen müssen. Ich glaube, die schießen doch nur einmal. You have discovered... Oh Gott, es ist spät. Englisch ist schwer, also Heiltrank, ne? Also ihr findet ja diese Schlüssel. Und damit könnt ihr halt auch diese Truhen öffnen. Ach, da unten ist einer. Dann kann ich dann oben die Truhe öffnen. Weil da sind natürlich auch hilfreiche Sachen dabei. Wie zum Beispiel auch, dass ihr höher und weiter springen könnt. Beziehungsweise, wenn ihr an einer bestimmten Distanz gefallen seid, habt ihr Fallschaden ganz einfach. Oh, Shield of Protection. Dann halt mal auch mehr aus, glaube ich. Und könnt dann halt höhere Sachen überspringen und sowas. Ist auf jeden Fall nicht verkehrt. So. Ist halt auch so ein bisschen verwinkelt gemacht. Das finde ich gar nicht so schlecht. Da haben wir auch gesehen, dass Devil hat auch einen anderen Ausgang gehabt. Das heißt, diesen hättet ihr theoretisch auch nehmen können. So, jetzt sind wir hier oben. Mal ganz andere. Also Gegner an sich sind jetzt nicht sehr schwer, wenn man die Pattern einmal verinnerlicht hat. Also zum Beispiel, die laufen nichts weiter als so. Die haben ihre festgegebenen Bewegungsrhythmen.
Die sind eigentlich ganz gut. Ja, außer halt natürlich, wenn hier so eine Fledermaus direkt auf euch zugeflogen kommt. Also, als Kind habe ich es wesentlich schwerer empfunden, ehrlich gesagt. Es kann natürlich sein, dass man das jetzt natürlich hier auf einem schönen großen Bildschirm spielt und alles klarer erkennen kann. Aber als Kind auf dem Gameboy, da hatte ich echt Schwierigkeiten damit. Vielleicht auch, keine Ahnung, man ist einfach spielerfahrener, sage ich mal. Ne? Das kann natürlich auch durchaus sein. Ah, herrlich. Ich liebe diese Musik. Ah, Boss schon. Okay. Der ist nicht so schwer. Das ist eine riesige Fledermaus. Da müssen wir im Prinzip hier immer nur bei den Plattformen durchwechseln. Genau, jetzt kommt der da. Jetzt fliegt das einmal rund, glaube ich. Dann kann ich den jetzt einmal treffen. Jetzt kommt er da wieder oben. Glaube ich, wenn ich das richtig im Kopf habe. Genau, so. Also gespielt habe ich es vor einem Jahr, genau, als ich den Test gemacht habe. Aber es ist irgendwie so ein Spiel, weil ich da halt diese Erinnerungen habe, obwohl es ja eigentlich so gesehen nicht so gut ist, technisch gesehen, hole ich das immer mal wieder raus. Ich finde es, weiß ich, herrlich. So. Also nach oben schlagen können wir auch. Zack, haben wir den Boss erledigt. So, es hat sich hier der Ausgang geöffnet, also ist nicht weiter schwer. Das verändert sich jetzt auch, das gibt so ein paar Oberlevel, was natürlich vom Stil her sich immer ändert. Ich glaube, genau, hier, da weiß ich noch, hier wird es natürlich schwerer, hier mit den Flammen, die plötzlich, Katze, kommen. Ist natürlich nicht gerade einfach, Mist, wo ich da quasi runterkatapultiert. So. Also man sieht, es ist schon ein bisschen tricky. So, jetzt einmal rüber. Oh, also bei diesen Riesensprüngen, ne, wo man nicht weiß, dass... Okay. Ob man die jetzt genau schafft oder nicht, da zittern. Also das finde ich irgendwie nicht so gutes Spieldesign, ehrlich gesagt. Ich glaube, hier könnte man rein. Nee. Dann habe ich es als Kind immer versucht. So. Nee, ich glaube, hier konnte man rüber, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ja. Aber da sieht man, zu weit gefallen, Sprungschaden. Das heißt, dass man da rüber kann, das war totaler Bullshit. Ist übrigens von Rare programmiert, das Spiel. Ja, von dem Rare. Also die haben damals hier auch solche Spiele gemacht. Und ich brauche jetzt unbedingt diese Springstiefel. Ich glaube, die bekam man da... Also dieses pixelgenaue Springen ist natürlich auf dem Gameboy, wenn man das jetzt mit dem, ja, hier diese Boots of Jumping, springt man höher, wie gesagt, man nimmt keinen Fallschaden. Ist natürlich nochmal wesentlich komplizierter, weil man das nicht so genau erkennen kann, sage ich mal. So was ist natürlich denn hier wesentlich besser. So, ne? Und diese Stiefel braucht man hier auch. Ey, guckt euch das mal an. Und das auf einem kleinen... Okay, das habe ich jetzt nicht kommen sehen. Aber ich glaube, die Springstiefel... Guckt euch mal jetzt diesen Sprung an. Schon Game Over. Das ging schnell. Ich habe gehofft, euch mehr zeigen zu können. So, Panda. Gab's da Continue? Nee, das war's. So. Ich wollte nur das Geheimnis hier zeigen. Ich glaube, ein neuer Versuch bringt jetzt auch nichts. Okay. Ja, das war Panda zockt an. Es war kürzer, als ich gehofft habe. Ich hoffe, ihr habt das Video trotzdem genossen. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Macht's gut. Tschüss.